Ja, wir haben es gehört an den Liedern. Sehr schöne Lieder. Auch als erste. Freu dich Welt und sagt uns, ja, es ist wieder erster Advent. Und Weihnachten steht vor der Tür. Und Zeit der Besinnlichkeit beginnt. Und da habe ich mich so gefragt, ist das denn wirklich so, Zeit der Besinnlichkeit? Wir sehen jetzt überall ringsumher selber schöne Lichter, in den Dörfern, in den Städten, alles hell beleuchtet, wo man hinschaut, auch Kerze, Adventskranz, die erste brennt jetzt. Und die Dunkelheit wird so für Momente erhellt. Und doch fragt man sich doch, warum das Licht? Und wer ist das Licht? Oder das Licht, oder wer kommt da? Advent heißt, ist vom Lateinischen, vom Adventus und heißt Ankunft. Wer kommt denn da an als Licht? Ich möchte zuvor eine Geschichte lesen nach Axel Kühner aus einem seiner Bücher über Lebensgeschichten. Vielleicht kennt es jemand. Mit dem Titel Vom wertlosen Stroh zum lebendigen Licht. Auf den Philippinen erzählt man sich folgendes Märchen. Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger einsetzen. Er gab jedem der beiden Söhne 5 Silberstücke und sagte, geht und füllt die Halle unseres Schlosses. Was ihr für das Geld besorgt, um damit die Schlosshalle zu füllen, das ist eure Sache. Da ging der älteste Sohn hin und brachte ausgedroschenes Zuckerrohr in die Halle und füllte sie damit bis oben hin. Bald darauf kam auch der Jüngere. Er ließ all das Stroh aus der Halle entfernen, stellte mitten in die große Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte den Raum bis in den letzten Winkel. Da sagte der König zu ihm, du sollst mein Nachfolger sein, denn du hast die Halle nicht mit nutzlosem Stroh gefüllt, sondern mit dem, was die Menschen brauchen, dem lebendigen Licht. Jeden Tag dürfen wir uns vom Wertlosen zum Lebendigen umwenden. Immer wieder müssen wir uns vom Vergänglichen zum Bleibenden hinwenden. Das ganze Leben ist eine Verwandlung vom wertlosen Stroh zum lebendigen Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Ja, es ist Jesus, dieses Licht. Er kommt an. Er spricht hier von sich selbst als das Licht der Welt. Und so deuten all die Lichter im Grunde genommen auf Jesus hin. Aber vermutlich ist es bei doch vielen Menschen leider in Vergessenheit geraten und viele wissen nicht mehr wirklich, dass Jesus das Licht der Welt ist. Denn die Adventszeit, ja, trotz der vielen und schönen Lichter, es ist auch eine Zeit des Umtriebes, der Einkaufshektik, der Trubel in den Läden und Geschäften, Geschenke, 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 in welcher Form auch immer. Aber völlig am Eigentlichen vorbei. Dabei sollten wir alle innehalten, Zeit der Besinnung. Und Gott dankbar sein, dass er seinen einzig geborenen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um Menschen als Licht die Dunkelheit zu erhellen und uns Menschen zu retten, zu erretten. Ja, liebe Geschwister, wir starten heute mit der Predigtserie Licht leuchtet auf. Und mein Predigtthema lautet rettendes Licht oder auch heilendes Licht. Und ich lese da zu Beginn folgende Bibelstelle aus dem Jesaja 9, die Verse 1, 2, 5 und 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids, und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Denn ein Kind ist uns geboren.
Wir, die wir doch eigentlich gut Bescheid wissen, haben wirklich einen Grund, uns jetzt über diese Zeit, über das Weihnachten zu freuen, ganz bewusst. Das heißt in einem alten Lied, Gott wurde Mensch, oh welch Erbarmen, du sein Volk bete staunend an. Ja, Jesus kam in die Welt, Gott wird Mensch, greifbar, sichtbar, spürbar und erlebbar. Der Beginn eines neuen Zeitalters für uns Menschen. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Ja, in dieser dunklen und orientierungslosen Zeit, da hinein will Gott endlich wieder Hoffnung und Orientierung geben. Will Gott ein großes Licht aufleuchten lassen. Und dann geschah es. Jesus wurde geboren in eine finstere, in eine dunkle Zeit. Israel, das Volk der Juden, wurde von religiösen und geldgierigen und machtbesessenen Führern geleitet. Diese religiösen Führer waren nicht in der Lage, dieses Volk zu führen, wie Gott es gefallen würde oder wie Gott es gefallen hätte. Denn sie lebten in ihrer eigenen Welt der Selbstgefälligkeiten. Sie distanzierten sich vom einfachen Volk und wurden überheblich. Und die Menschen selber, sie waren durch viele schwere Krankheiten wie Aussatz und Behinderung beeinträchtigt, waren besessen und geschunden von Dämonen. Sie führten ein menschenunwürdiges Leben. Und sie waren diesen Führern, diesen Mächten, hilflos ausgeliefert. Nachzulesen im Markus-Evangelium zum Beispiel. Auch der moralische Zerfall in dieser Zeit war gewaltig und fast nicht mehr aufzuhalten. Ehebruch, Scheidung, Wiederheirat war an der Tagesordnung, kann man fast sagen. Gleichgültigkeit gegeneinander und hauptsächlich Gott gegenüber. Und noch eine weitere Tatsache, die Israel in dieser Zeit stark belastete. Denn sie wurden von Völkern, von anderen Völkern unterdrückt. Auch in dieser Zeit, als Jesus geboren wurde, herrschten und regierten die Römer, das Volk der Juden. Also eine wirklich dunkle und wirklich finstere Zeit. Ein Lichtblick wäre vonnöten. Wie Jesaja, wie ich vorher gelesen habe, es voraussagte. Ja, und dann war es endlich soweit. Die Prophezeiung erfüllte sich. In Galater Kapitel 4, Vers 4 und 5 steht, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als aber die Fülle der Zeit kam. Ja, Jesus kam, Jesus wirkte und Jesus heilte. Schwerkranke Menschen, Blinde, Lahme, Aussätzige, von Dämonen besessenen und sogar Tote wurden wieder lebendig. Die Menschen erlebten eine Befreiung und erlebten Wunder, wie sie sie vorher noch nie erlebt hatten. Und die Menschen erlebten, hörten die gute Botschaft, das Reich Gottes ist gekommen. Ja, Jesus, das Licht der Welt, er verdrängt die Dunkelheit, heilt und rettet. Man möchte doch meinen, alles wird wieder gut. Aber doch irgendwie, bei vielen der Menschen schien das nicht der Fall zu sein. Ja, sie freuten sich vielleicht über die Wunder und Heilungen, die Jesus tat. Und doch lesen wir im Johannes 3, Vers 19, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Es ist sehr dramatisch. Und doch ist es so, dass die Menschen diese Finsternis mehr geliebt haben. Ja, Jesus kam, um zu heilen und zu retten. Aber nicht nur um das, sondern er deckte auch Sünden auf. Er musste die Sünde aufdecken. Weil die Sünde war dieser Ursprung des Ganzen, dieser Dunkelheit. Er zeigt den Menschen den Weg, den rechten Weg, und dass sie auf falschem Wege sind.
Sie sollten umkehren und ihr Leben ändern. Gott wieder zum Wohlgefallen. Man lebte ja so ganz nach dem Motto, man wollte nichts im Leben ändern, aber man wollte alles vom Leben haben. Und jetzt schwenke ich mal um auf unsere Zeit. Wie sieht es denn bei uns heute aus? Nicht wirklich anders. Man will nichts im Leben ändern, aber man will alles vom Leben haben. Wir leben auch irgendwie in so einer dunklen, finsteren werdenden Welt. Und ja, es scheint so, dass es sogar immer dunkler und immer finsterer wird, immer hoffnungsloser. Die Machtspiele der Politiker. Jeder will der Größere, der Bessere, der Stärkere sein. Und die Gewalttaten der Menschen untereinander werden immer brutaler und abscheulicher. Sexuelle Ausbeutung, sexuelle Ausschweifungen, Abscheulichkeiten nehmen überhand. Ich möchte nichts mehr aufzählen, ihr wisst es alles selber, man hört es täglich in den Nachrichten. Aber es hat einfach den Anschein, die Menschheit gleitet einfach mehr ins Elend ab. Auch wir brauchen dieses Licht, heute genauso wie damals. Wollen wir nicht weiter ins Elend abgleiten und nicht im Morast der Unmoral versinken, dann müssen wir uns unter dem Sohn Gottes, Jesus Christus, zuwenden. Jesus heilt und stellt wieder her, heute wie damals. Und sein Licht ist wirksam, ist heilsam, aber nur dann, wenn wir es ihm ganz überlassen. Jesus gibt uns neue Hoffnung. Und schauen wir doch mal auf Paulus vor seiner göttlichen Erscheinung, damals noch Saulus genannt, nachzulesen im Apostelgeschichte Kapitel 9, ein religiöser, ein zielstrebiger und sehr geschulter Führer. Er lebte ein Leben, das Gott nicht wirklich gefallen konnte. Und doch schrieb er nach dem Ganzen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15 und 16, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Paulus hat es leibhaftig erlebt. Und wenn Paulus als der größte Sünder, wie er sich selbst bezeichnete, dies erlebte, dann ist für jeden Menschen Hoffnung. Denn Jesus hatte Erbarmen über alle Menschen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, das rettende Licht. Aber damals wie heute wollen die Menschen lieber in der Finsternis weiterleben. Sie mögen es nicht, wenn zu viel Licht in ihr Leben dringt und einiges dabei ans Licht bringt, wenn Sünde offengelegt wird. Denn jeder, der Arges oder Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Johannes 3, Vers 20. Dabei ist doch das die Lösung für uns. Das Licht bringt uns den finstersten Winkel zum Leuchten. Sünde wird aufgelegt. Das heilende Licht Jesu kann wirken und wird uns wiederherstellen. Wir werden befreit von Lasten, die uns erdrücken, die uns den Lebensatem nehmen. Und dort, wo Jesus unsere bösen Taten aufdeckt, dort werden wir befreit und nicht bestraft. Die Schuld wird uns vergeben. Aber doch damals wie heute, ich habe es vorher schon erwähnt, kehren viele Menschen dem Licht Gottes den Rücken zu, leben weiter in Sünde und freuen sich noch, wenn andere sündigen und in dieser Dunkelheit ihres Lebens weitermachen. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 32 steht, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Das steht in der Bibel. Damals, heute noch so aktuell und dramatisch eigentlich.
Trotz des Erkennens machen sie weiter. Weiter mit Freuden in Sünden zu leben. Ja, Gott liebt uns und möchte uns nicht in der Dunkelheit belassen. Er will uns hinausführen ans Licht. Er möchte uns vollständig erneuern. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Deutlicher kann eine Einladung doch sicher nicht ausgesprochen werden, oder? Und all diejenigen, die diesen ersten Schritt ans Licht machen oder schon gemacht haben, wir dürfen Kinder Gottes heißen und als befreite und von Sünden gereinigte Menschen leben. Ein Leben in der Nachfolge Jesu. Ja, und vielleicht ist da gerade jemand da, der sich fragt, hört sich ja schön und gut an. Aber wie geht das denn ganz praktisch? Nun, da es aus der Praxis kommen sollte, werde ich kurz eigene Geschichte erzählen, wie es bei uns stattgefunden hat, das Ganze, wie wir zum Glauben gekommen sind, aber wirklich in Kurzfassung. Es war 1996. Wir wurden damals von einem fast gleichaltrigen Ehepaar angesprochen. Die Kinder gingen in den gleichen Kindergarten, also in dem Dorf, wo wir wohnten. Und angesprochen auf den Glauben und ja, wir wurden zwar neugierig, aber sehr vorsichtig. Und ja, wahrscheinlich wurde ich vorsichtig wie meine Frau, aber das ist wahrscheinlich das Emotionale. Sie luden uns auf jeden Fall mehr und mehr ein und wir kamen immer wieder in Gespräche über den Glauben. Intensiv zum Teil, wirklich. Die Bibel wurde uns nahegebracht. Wir besuchten auch die christliche Gemeinde im Nachbarort und bald schon waren die ersten Treffen bei uns zu Hause. Es kamen noch 3 oder 4 andere gläubige Geschwister dazu aus diesem Umfeld. Und so wurde die Bibel unser ständiger Begleiter und Gesprächsthemen über Gott und die Welt, über Sünde, über Satan, unser Verlorensein, was kommt nach dem Tod und so weiter. Ihr kennt solche Themen, wo ein ja, unter den Nägel brennen, was, da will man fragen und man will Antworten hören und, aber die Antworten waren auch zum Teil sehr ernüchternd. Und meine Frau und ich erkannten schließlich, dass auch wir zu diesen verlorenen, in der Dunkelheit Lebenden gehörten. Ja, und so taten wir, meine Frau und ich, nach einiger Zeit denn diesen Schritt vom Dunkel ins Licht. Wir kannten Gott, dass wir Sünder sind, dass wir ihm von nun an unser Leben überlassen wollen und Gott auch darum baten, dass er, der Herr, in unserem neuen Leben sein soll. Und wisst ihr, wir haben es bis heute nicht bereut. Wenn auch vieles im Leben nicht einfacher wurde, muss man auch sagen. Aber so wussten und wissen wir immer, dass Jesus uns zur Seite steht und hilft und uns durch Zeiten der Not oder auch des Versagens durchträgt. Ich lese aus Epheser 5, die Verse 8 bis 11. Früher gehörte ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Ja, Adventszeit könnte für uns als Christen heißen, dass wir das Licht Gottes wieder voll und ganz mehr in unserem Leben hineinleuchten lassen sollen. Dass wir es zulassen, dass Gott unsere dunkelsten Ecken ausleuchten darf, selbst wenn das im ersten Moment schmerzhaft ist. Und wir Kinder Gottes, wir leben immer noch in dieser Welt. Wir sind nach der Bekehrung nicht weggenommen worden, nein, wir leben hier, ganz bewusst. Und diese Welt lockt immer noch an allen Ecken und Enden mit mancherlei Versuchungen und Verlockungen. Da heißt es doch im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 und 9, seid besonnen, seid wachsam,
Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ja, es werden sich in unserem Leben immer wieder solche dunklen Seiten einnisten wollen. Wir müssen dagegen ankämpfen und uns davon befreien. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Hebräer 12. Jesus immer fest im Blick oder in den Gedanken haben. Es wird nicht einfacher, aber wir stehen vieles besser durch. Oder wir stehen alles besser durch. In unserem, in deinem, in meinem Leben wollen sich immer wieder solche dunklen Seiten einnisten. Und lasst mich doch das euch an der Geschichte eines Kameltreibers verdeutlichen. Ich hatte die selbst mal gehört oder gelesen in einer Predigt. Das Kamel im Zelt. Ein arabischer Kameltreiber schlief einmal in der Wüste in seinem Zelt. Es war eine bitterkalte Nacht. Um Mitternacht wachte er auf und sah, dass sein Kamel die Nase unter die Zeltklappe hereingeschoben hatte. Er wollte aufstehen, aber dann dachte er, es schade ja nichts, wenn nur so ein kleines Stück von dem Kamel drinnen sei. Als er später wieder aufwachte, hatte aber das Kamel den ganzen Kopf und den langhaarigen Hals ins Zelt hineingeschoben. Der Araber ermunterte sich vollends, um einzuschreiten, aber das Kamel hielt ihn zurück mit den Worten, oh, hast du etwas dagegen, dass ich weiter hereinkomme, wo es draußen so schrecklich kalt ist? Der Mann legte sich wieder schlafen, aber als er zum dritten Mal aufwachte, erschrak er heftig, denn nun waren die Vorderbeine und der Höcker des Kamels im Zelt. Als er aufstehen und das Kamel hinausjagen wollte, sagte das Kamel wieder, ich verspreche dir diesmal feierlich, dass ich keinen Finger breit weiter hereinkommen werde. Außerdem ist es für dich wärmer im Zelt, wenn wir zu zweien drin sind. Der Araber war so faul, dass er trotz seines wachsenden inneren Besorgnisses wieder einschlief. Sehr bald aber erwachte er mit dem Schreckenschrei, Hilfe! Denn das schwere Gewicht des Kamels lag auf ihm. Wenn du Platz brauchst, antwortete das Tier auf seinen Schrei, draußen ist genug, geh raus. Die Sünde macht es wie das Kamel. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Aus dem Hebräerbrief. Ja, und so müssen wir uns auch immer wieder fragen, wo unser Kamel denn heute steht. Noch vor dem Zelt? Oder schon ein Stück weit im Zelt? Oder liegt es bereits auf mir? Dann lasst uns zu Jesus, dem Licht, gehen und ihm im Gebet alles anvertrauen. Im 1. Johannesbrief steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Lass uns zum Schluss kommen. Gott wurde Mensch, oh welch Erbarmen, du sein Volk, bete staunend an. Ja, Gott hatte und hat heute immer noch Erbarmen mit uns. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Jesus kam als das Licht, das die Welt erleuchtete. Jesus gab alles. Er gab sein Leben hin, auf das du und ich heute im Überfluss leben dürfen. Jesus starb am Kreuz. Denn so war es der Wille Gottes. Denn nur Jesus konnte diesen göttlichen Plan ausführen und hat ihn auch vollkommen vollendet. Für dich, für mich, für alle Menschen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Advent. Jesus kam als das rettende Licht in diese Welt. Und so mögen wir doch die vielen Lichter,
die wir jetzt draußen sehen, am Adventskranz oder auch innen geschmückt, mit anderen Augen sehen als nur etwas Schönes und Glänzendes. Noch ist Gnadenzeit. Und falls jemand hier ist, der dieses Licht noch nicht in sich trägt, das aber aufnehmen will, sprecht doch hier mit einem Kind Gottes, fragt uns und wir helfen euch, auf dass auch ihr zu den Geretteten gehört. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, du kamst als das Licht in diese Welt, um die Finsternis zu erhellen und für uns Menschen ans Kreuz zu gehen, dein Leben dahin zu geben, auf das wir Leben haben, ganz nach dem Willen deines Vaters. Du hast diesen Leidensweg freiwillig beschritten, hast dich erniedrigt, nahmst die Last der ganzen Sünden auf dich und das alles nur, dass wir Menschen gerettet werden. Ja, deine Liebe, Herr Jesus, ist so gewaltig groß und dein Licht scheint so gewaltig hell, dass doch hoffentlich noch viele Menschen dieses Wunder erleben dürfen. Gerade jetzt wieder in dieser Adventszeit. Denn jetzt ist noch Gnadenzeit. Darum bitten wir dich und danken dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Möge diese Adventszeit wieder neu in unseren Herzen aufleuchten. Amen. Dies war eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Wilchingen. Wenn Sie auch alle zukünftigen Videos nicht verpassen wollen, laden wir Sie ein, den Kanal zu abonnieren. Nun wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.